Ja, hallo meine Freunde, herzlich willkommen bei der Haunted Gym. Heute habe ich mir ein paar Mediabooks geholt. Wir werden ein Mediabook mal genauer anschauen. Also wenn ich Mediabooks kaufe, dann achte ich auf jeden Fall auf die Covers. Ja, comic-mäßig mag ich das auch voll. Hier bin ich jetzt nicht sicher, um was es da jetzt geht, um welche Mediabooks, weil ich manchmal Pakete kaufe, in die Ecke schmeiße und dann erst zwei, drei Wochen später dann öffne. Hier sind glaube ich auch mehrere drin, so viel ich weiß. Ja. Tatsächlich. Ich werde mir aber jetzt ein Mediabook da aussuchen und den, das werden wir dann unboxen. Eni, meni, mek und du bist weg. Muss ich zensieren, meine Freunde, leider. Wir schauen uns Black Christmas mal an. Das Mediabook. Okay, dann viel Spaß, Leute. So, wir haben hier nun Black Christmas als Mediabook. Leider muss ich da etwas zensieren. Oh Mann, wenn ich das jetzt umdrehe, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da was zensieren muss. Aber ja, sehr schönes Koffer. Das sieht man hier. Die Augen einer Person, die einen in der Hand hat. Okay. Dann sieht man das Haus hinten. Im Weihnachtsschmuck natürlich. Und es schneit natürlich, es ist ja Winter. Da fließt das ganze Blut natürlich. Hier der Weihnachtsbaum noch, hier noch ein Auge. Okay. Viel Schnee. Hier hat man das auch nochmal. Black Christmas von Nameless natürlich. Nein, das ist der Herausgeber. Genau. Schwarzer Gänsehaut-Thriller zur Weihnachtszeit. Kenne ich nicht den Film jetzt? Ich lasse mich jetzt auf jeden Fall überraschen. Ein Remake ist das sogar vom Horrorklassiker. Interessant. Okay. Da steht jetzt nämlich B-Ware. Oh, 500 steht da, ist das limitiert? Habe ich jetzt hier eine Nummer? Oh, keine Ahnung. Sprache Deutsch, Englisch. Okay. Okay, dann gehen wir mal in das Mediabook hinein. Okay. Black Christmas. Uncut. 90 Minuten. Also das ist nicht die längere Version. Nee. Da war ja noch eins mit 92 Minuten. Okay, hier sieht man nochmal die Frau. Düster gehalten. Ich muss immer schauen, darf ich da alles zeigen. Okay. Das Mediabook ist auf jeden Fall. Von der Qualität kann man sagen, man sieht es auch hier. Sehr gut gemacht. Ja. Also sehr viele Infos zu dem Film haben wir hier. Und hier, also die Bilder sind schon sehr nice, muss man wirklich sagen. Kann man nicht dazu, also die Bilder sind wirklich sehr schön gemacht. Mit dem Schnee auch im Hintergrund, echt super. Sieht echt super aus, ja. Bis jetzt kam ja nichts, wo ich zensieren haben müssen, zum Glück. Okay, was macht der? Was hatte der in der Hand? Auch sehr schönes Bild. Da hat die leider keine Augen mehr, das zensiere ich mal. Keine Gefangenen steht hier drauf. Okay, also das sind sehr viele Infos. Also ich denke mal, wenn du das Mediabook vorher durchliest, bevor du den Film schaust, hast du glaube ich alles, was du benötigst. Da brauchst du den Film nicht mehr nochmal anschauen. Das sind so viele Infos. Also das ist alles
sehr schön eingeheftet, muss man sagen. Das ist sehr schön von der Qualität, kann man sich da nicht beklagen. Super gemacht, auch die Bilder sehr scharf. Also ich rede jetzt nicht von der Frau, ich rede von den Bildern, von der Qualität her. Sehr schön gemacht, ja. Ein Film, der Kompromiss ist das hier. Ach, das ist geknickt, okay. Oh mein Gott, das ist sogar gerissen. Das ist gerissen tatsächlich. Sehr schade. Also ich habe das von der Facebook-Gruppe. Und die Person hat eigentlich gemeint, dass das nur ein Knick ist. Also da hat er gelogen. Nee, das ist gar nicht okay. Ein weiteres Remake. Also gibt es da mehrere Remakes von dem Film. Okay, habe ich was verpasst. Okay. Hier. Die Uncut-Version, die geht. Moment. 92 Minuten. Das ist die Langfassung. Dann haben wir hier nochmal. Kann ich das zeigen hier? Auch nochmal 84 Minuten Version. Also auch nicht die, wo ich anschauen werde. Und hier am Ende haben wir tatsächlich noch im Kopf. Im Großen und Ganzen eigentlich sehr schönes Mediabook, muss ich wirklich sagen. Also der Knick finde ich jetzt nicht okay. Dann ist es jetzt so und dann, ja. Schönes Mediabook kann ich noch weiterempfehlen. Ich würde es jetzt nicht zuklappen, wegen einer Sache vorne, aber okay. So, sehr schönes Mediabook. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Come closer. I've got something for you.